Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Im Anschluss an das letzte Video gibt es heute gleich schon den nächsten Teil, weil es einfach so ist. Ja, und weil wir heute schon die 2 Monate vorher... Gestern ist er 2 Monate alt geworden. Hast du mir das nicht heute gesagt? Nee, gestern. Genau, gestern ist er exakt 2 Monate alt geworden. Ja, das letzte Video hatten wir gedreht, da war er schon ein ganzes Stückchen über einen Monat. Nee, mehr sogar. Ja, na auf jeden Fall kommt jetzt eben das nächste Video, aber das für die 3 Monate, das kommt dann erst später, weil da müssen wir jetzt ja erstmal das und der 3. Monat fängt jetzt gerade erst an. Aber damit es eben nicht langweilig wird, haben wir jetzt einen kleinen Themenwechsel, also nicht nur so Sachen, wie er sich entwickelt hat, was er gelernt hat, was er angefangen hat zu machen, wenn wir jetzt erzählen, sondern, keine Ahnung, Sachen, die unverzichtbar sind, die man unbedingt haben sollte, was wir vielleicht auch vorher nicht unbedingt gedacht haben, weil, klar, Windeln muss man haben, aber war irgendwie abzusehen. Ja, nee, also solche, wir haben jetzt so, also ich habe hier 4 Sachen aufgeschrieben, die uns jetzt speziell im Alltag wirklich als sehr wichtig und hilfreich erschienen sind und wo wir gesagt haben, hey, das ist wirklich, sag ich mal, empfehlenswert. Hand im Mund ist auch empfehlenswert. Ja, aber die ganze Faust, so. Also, der erste Punkt ist, dass wir jetzt, wir haben jetzt ja Windelgröße 2 und wir nehmen die auch noch ein Stückchen, aber wir haben jetzt schon Windelgröße 3 bestellt, damit wir, wenn die Größe 2 alle ist, dann gleich umsteigen können, weil wir tatsächlich merken, dass es auch wieder sehr schnell zu klein wird. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, aber die Größen haben ja so weite Spannen vom Gewicht her. Also, weil jetzt gerade unser kleiner Zwerg Aufmerksamkeit benötigt, führe ich den Satz einfach mal fort. Die Windeln haben ja so große Gewichtsspannen von wo bis wo, die zählen, dass man gefühlt, man könnte wahrscheinlich auch eine Windelgröße überspringen, ohne dass es einen Unterschied macht. Na, auf jeden Fall haben wir die Größe 3 schon bestellt. Genau, weil die wird schnell passen. Und die wird dann aber auch trotzdem lang passen, weil... Ja, die geht bis 10 Kilo. Oha, okay. Oder 9, aber wir dann sind wird jetzt sie hoffentlich lang noch bei lange kurz passen. Vor 6 Kilo. Also, Handschuhe. Hätte ich nicht gedacht, aber... Babyhandschuhe, also Fausthandschuhe. Fäustlinge, also... Aber sind wirklich dünne. Wir blenden auch hier ein Bild ein. Ich habe nämlich ein Bild gemacht. Okay, das ist gut. also da tatsächlich... schnell kalte Hände bekommen, also, was verständlich ist, weil man sagt ja, dass Babys viel mehr eingepackt werden müssen und... Ja, ich will was anmerken, im Raum, also in der Wohnung, ja, für die Handschuhe, also für draußen ist ja logisch, sowieso logisch, aber... auch drin hat er die oft an, gerade zum Schlafen. Ja, aber und er zieht ja gerne aus. Die sind dann irgendwo und einer fehlt schon jetzt seit 2 Wochen oder so. Ja. Auf jeden Fall... bringt es aber wirklich was, selbst wenn die sind wirklich so dünn, die sind dünner als Socken, also als Socken jetzt für Erwachsene. Und er hat aber dann darin warme Hände und ohne die Handschuhe hat er kalte Hände. Und das hätte ich nicht gedacht, dass die erstens so viel bringen und zweitens, dass die ja auch so benötigt werden. Weil das überhaupt so schnell kalte Hände bekommt. Die hatten wir zu so Mützen dazu gehabt in so einer Packung. Also das gab es irgendwie so mit Mütze und Tuch oder so. Also wir haben die nicht gezielt gekauft und die waren halt einfach da. Ja, und sind halt wirklich praktisch. Ich bin jetzt wahrscheinlich unscharf, ist auch egal. Auf jeden Fall geht es nochmal um Windeln. Wir haben nämlich jetzt ab der Größe 2 für nachts so solche krassen Windeln. Du warst für einen Entwicklungsschritt. Na, das ist ja... Ja, ist okay, ist egal. Naja, auf jeden Fall sind das halt irgendwie solche, weiß ich nicht, mit so Luftkanälen, keine Ahnung, so, die halt länger trocken halten sollen als die normalen. Und man merkt es tatsächlich, wenn man beim Windeln wechseln in die normale so reinfasst, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen feucht. Und wenn man jetzt nach einer längeren Zeit, nämlich nach der Nacht, in die Nachtwindel reinfasst, merkt man gar nichts. Wobei ich anmerken muss, dass... die zwar früher immer damit geworben haben, bis zu 12 Stunden Trockenheit.
Aber wir genau diesen selben Spruch jetzt auch mittlerweile für die ganz normalen Windeln gehört haben. Richtig, aber bei den normalen Windeln, das kannst du nicht 12 Stunden. Nein. Und auch danach schwimmt er davon. Und auch nicht die ganze Nacht. Also wir haben, wo wir noch nachts die normalen Windeln hatten, haben wir ihn auch nachts immer nach seinen Mahlzeiten, wann auch immer die waren, aber nachts in auf jeden Fall größeren Abständen, haben wir die dann, also haben wir ihn gewickelt direkt. Und jetzt können wir sagen, dass wir ihn vorm ins Bett gehen wickeln, dann nachts bei der Mahlzeit nicht und dann erst bei, früh wieder bei der nächsten. Und es ist absolut trocken. Die sind halt ein bisschen teurer, aber ganz ehrlich, das ist wirklich top. Und das werden wir auch bei der Größe 3 beibehalten. Und da gibt es die auch dann so schon als so Windelschlüpper, die man so einfach hochziehen kann und dann nicht noch hier dreimal wieder auf und zu machen muss. Genau. Dann, das steht jetzt zwar nicht auf der Liste, aber was ich nie gedacht hätte, dass man so viele Spuckwindeln braucht. Hast du es nicht beim letzten Mal schon gesagt? Nee, das haben, da haben wir uns drüber unterhalten. Genau, auf jeden Fall so viele Spuckwindeln, also so Baumwollwindeln hätte ich nie gedacht, dass wir so viele brauchen. Weil es sind ja wirklich überall welche. Es ist in der Kindersitzschale, beziehungsweise Kinderwagen, wenn der in der Wohnung ist, eine drin. Im Bett ist eine. Am Wickeltisch ist eine als Kopfunterlage und eine zum Abtrocknen. In meiner Handtasche ist eine. Ja. In der Wickeltasche ist eine. Ja gut, das sind ja die, die aber sauber sind. Ne, die in meiner Handtasche nicht. Die, da wurde vielleicht schon einmal raufgespuckt und dann habe ich die noch am, an dem Tag dann noch bei mir, weißt du? Ja, aber ansonsten ist ja das eher das Lager für ja saubere. Aber dass man so viele auch benutzt und so viel so schnell dreckig werden und in so großen, so doll dreckig werden. Weil ich hätte nämlich auch nicht gedacht, dass er dann gleich so einen halben See immer spuckt, sondern ich hätte gedacht, das ist dann mal ein kleiner Klecks, wo man sagt, guck mal, das faltet man nach innen und dann ist gut, dann kann man die nochmal verwenden. Dann geht die noch 3 Wochen. Aber du bist eh klar. Nein. Nee, aber dass die dann noch einmal geht, aber teilweise macht er solche Seen auf die Dinger. Ja, wenn er nicht aufstößt nach dem Trinken, dann spuckt er einfach beim Wickeln immer. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, jetzt wieder zur Entwicklung, dass wir schon Wachstumsschübe beobachten konnten. Jetzt nicht im Sinne davon, dass er irgendwie ganz schnell größer geworden ist, so länger, dass man das gesehen hat, sondern dass er einfach sein Verhalten in der Zeit verändert hat. Also, dass er öfter gegessen hat, dass er mehr gegessen hat, dass er ungern alleine irgendwo rumlag, trotz dass er irgendwas beobachten konnte oder so, wollte er dann trotzdem lieber rumgetragen werden, also hat Körperkontakt gesucht und dass er dann auch beim Einschlafen manchmal nur einschlafen konnte, wenn er bei einem von uns so auf dem Bauch halt in der Bauchlage lag. Also praktisch, dass er wirklich Körperkontakt mehr gesucht hat in der Zeit dann. Als oder für unerlässliche Dinge. Aha. Was ist denn das? Das musst du genauer erklären. Was? Ach so. Was er da gesagt hat. Da haben wir noch aufgeschrieben, so eine Art Mini-Mobile oder so ein irgendwas, was reinbaumelt in den Kindersitz. Wird auch eingeblendet. Genau. Weil ihn das doch ganz gut beschäftigt, auch wenn er, gut, da wird er eh nie rankommen, weil so lange Affenarme hat kein Kind, was noch in der Schale sitzt. Da hat jemand nicht ganz so mitgedacht, also ja, wenn es wirklich zum Rankrapschen sein soll. Eben. Wenn nicht, dann ist okay. Aber auf jeden Fall, auch wenn er noch nicht weiß, was das für Sachen sind und was die alles können, er findet es irgendwie interessant, wenn das da baumelt. Ja, solange sich es bewegt. Das eine klappert, das sind so 3 solche Dinger an dem Ding. Ja. Also das ist um diesen Griff von dem. Das sieht man ja auf dem Bild. Ja, um den Griff so rumgewickelt und da hängen so 3 Tierchen dran. Sind das alles Tiere? Nee, oder? Das ist ein Apfel. Ein Apfel mit einem Spiegel. Ein Haus. Ein trötendes Haus und eine klappernde Eule. Auf jeden Fall findet er das sehr interessant. Ja, mittlerweile. Mittlerweile, ja. Interessiert ihn das, ja. Und das ist eigentlich ganz cool, weil da muss man ihn nicht ganz so doll beschäftigen. Ja, und zwar fängt er jetzt wirklich immer mehr an, so zu brabbeln, sag ich mal. Also, guten Appetit. Das ist so ein bisschen wie erzählt. Also, wenn wir mit ihm erzählen. Und dass es immer die gleichen Wörter, sage ich mal, sind. Also er sagt was, das klingt wie Möhre. Und wenn wir dann sagen, sag mal Möhre, dann sagt er das, macht er das wieder sozusagen.
Also er fängt an zu kommunizieren und es ist richtig süß und er hat da auch Freude dran. Und er spricht noch ohne Zunge, also er, ich weiß nicht, wie er das macht, aber er macht seinen Mund auf, die Zunge liegt bis vorne so flach da und dann sagt er diese Wörter sozusagen. Also es ist richtig niedlich und ja, es ist wirklich von Tag zu Tag sind das dieselben Laute und sowas. Also es ist nicht so, dass er zufällig irgendwas von sich gibt, sondern das wird, es wird nach und nach koordiniert und das finde ich eigentlich ganz cool. Was machst du? Mich einwickeln. Ich bin müde. Ja, genau. Dann als nächste Sache ein Nuckelband oder Schnullerkette für unterwegs, für zum einen ihn, achso, das hältst du mir hin, ja, das hältst du in die Kamera, um es an ihm irgendwo mit der Seite hier festzumachen und die andere logischerweise an Schnuller. Einfach, dass, wenn er rausfällt, er nicht gleich ganz weg ist. Ja, vor allem im Auto. Im Auto wäre es blöd, ja. Weil er wirft den auch teilweise so aus Versehen, so mit dem Handrücken, wirft er den irgendwo hin. Und dann ist es immer so macht, ja. Oder keine Ahnung. Auch mal einfach nach irgendwas greift und krapscht und dann... Ja, er hat auch manchmal schon einen Nuckel so in der Hand. Einfach so. Fliegt er schnell durch die Gegend. Ja. Ich habe aufgeschrieben, dass ich... dachte, dass sich seine Augenfarbe schon beginnt zu ändern. Ich bin mir halt nicht sicher. Es kommt halt immer aufs Licht drauf an. Er hat halt bei der Geburt so ein bisschen helleres Blau. Jetzt ist es eher so ein Grau. Also, Philipp ist jetzt gerade eine Runde spazieren in der Wohnung. Ich hoffe, ich bin noch scharf gestellt. Ich rede einfach weiter. Ja, also wie gesagt, ich gehe irgendwie davon aus, dass er braune Augen kriegt, weil die dunklen Farben ja so dominant vererbt werden und deswegen denke ich immer, dass ich sehe, dass es am Rand schon dunkler wird, aber es kann auch nur Einbildung sein, weil ich einfach so davon ausgehe. Ich weiß auch nicht, ich habe noch nicht mich belesen oder sonst was diesbezüglich, wann sich die Augenfarbe ändert, weil ist ja so, wenn oder ist ja so, dass Babys mit blauen Augen oft geboren werden oder die meisten halt. Und dass es sich dann irgendwann verändert. Es kann auch sein, dass er blaue Augen hat von den Großeltern, was weiß ich. Meine, ich glaube, alle meine Schwestern, nee. Ich glaube, meine jüngste und meine älteste Schwester haben blaue Augen zum Beispiel und so. Also in der Familie gibt es auf jeden Fall blaue Augen. Ja, das nächste ist noch ein unverzichtbarer Gegenstand. Und zwar, seht ihr jetzt auch im Bild, ist es so eine kleine Mütze, so eine ganz, ganz dünne, also so für Neugeborene. Die ist jetzt auch wirklich sehr klein, also passt perfekt auf seinen Kopf. Und die haben wir ihm auch schon zum Schlafen aufgesetzt, wenn es sehr, sehr kalt war. Dann halt manchmal auch für draußen. Ja, und das ist eigentlich auch, also wenn es zum Beispiel, wenn die Babys im Winter zur Welt kommen, dann kriegen die auch eigentlich so den ganzen Tag in der Wohnung aufgesetzt. Hast du gesagt? Was? Hast du gerade gesagt, weißt du? Wenn die Babys im Winter zur Welt kommen. Winter, wenn die Babys in der Windel zur Welt kommen. Deswegen du mich bist bestimmt in der Windel. Ja, ja. Komm. Ja, aber wir setzen ihm die hier am Tag, wenn es wirklich normale Temperaturen in der Wohnung sind, dass man sich, sag ich mal, wohlfühlt und dass man nicht friert, dann setzen wir ihm die nicht auf, aber halt nachts oder draußen. Und klar ist das jetzt, sag ich mal, ein normales Kleidungsstück, aber ich finde es einfach für, oder ich finde es erwähnenswert, weil ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet hätte, aber dass er nachts was auf dem Kopf braucht. Lass dir schmecken. Ja, als nächstes habe ich noch festgestellt, dass er sich jetzt nochmal so ein bisschen von der Haut her auf den Kopf zu schälen beginnt. Das habe ich aber auch kurz vorher gelesen gehabt, dass es so im zweiten Monat oft passiert, also oder eigentlich immer passiert, dass die Babys sich nochmal auf den Kopf schälen und dann sind das so ganz kleine Hautteilchen und zwischen den Haaren halt, und das ist eher so wie eine gelbe oder eine helle Hautschicht. Aber ich habe halt, wie gesagt, das gelesen, das ist ganz normal. Ja, Philipp hat mir gerade noch eine unverzichtbare Sache gesagt, und zwar so normale Ohrenstäbchen. Also es gibt ja solche Sicherheitsohrenstäbchen, so für Babys. Man soll ja aber am Anfang eh nicht in dem Gehörgang drinne putzen, weil man da was kaputt machen könnte. Und ich sag ich mal, jeglicher Ohrenschmalz, falls Babys das überhaupt so, sag ich mal, oder was die Babys da überhaupt im Ohr haben, der kommt von selber raus. Und diese normalen Ohrenstäbchen kann man
ja, benutzen, um hier so außen, ich zeig das jetzt einfach an meinem Ohr, hier außen so sauber zu machen, also nicht im Gehörgang. Da sind die ganz gut. Dann am Anfang, wo der Bauchnabel noch so beim Abheilen war, hat das manchmal so solche Flüssigkeit halt von sich gegeben, da zum Saubermachen. Und manchmal, wenn er so Riesenpopel hat, kann man die mit den Ohrenstäbchen auch gut aus der Nase ganz vorsichtig rausmachen. Also wenn die so kurz vorm Ausgang, sag ich mal, sitzen. Also man soll ja natürlich auch nicht zu tief putzen, diese Nase. Und wenn er niest oder manchmal auch, wenn er so ein bisschen schreit, dann kommt die auch von selber so wie raus. Aber auf jeden Fall, wenn der Puppe so gut wie draußen ist, dann sind solche Ohrenstäbchen auch eigentlich ganz praktisch. Ja, dann habe ich eigentlich nur noch zwei Entwicklungsschritte. Das eine ist, dass er seine Zunge weiter entdeckt, beziehungsweise jetzt anders. Wir hatten ja erzählt, dass er, ich glaube, wir haben erzählt, dass er so ein bisschen schäumt immer mit seiner Spucke. Und jetzt ist es so, dass er seine Zunge insofern entdeckt, dass er die manchmal einfach nur nach draußen schiebt, so weit wie es geht, und die Zunge ist wirklich lang. Und dann ist die kurz draußen, geht wieder rein. Halbe Sekunde später wieder raus, wieder rein. Einfach, dass er so seine Zunge zeigt. Und wenn wir ihn jetzt so auf dem Arm haben und er mit seinem Kopf hier so ein bisschen drüber guckt, dann leckt er uns jetzt sehr gerne an der Schulter an, macht große Sabberflecken und ja, lässt auch manchmal einfach so die Zunge halt draußen, dass wir dann halt nass werden. Und ja, ich denke mal, dass er dadurch jetzt auch, sag ich mal, lernt, die ein bisschen zu koordinieren, auch was dann fürs Sprechen und sowas dann irgendwann wichtig ist. Ja, und der letzte Punkt ist eigentlich, was ich manchmal... Was denn? Ich hätte, ich sag's jetzt einfach mal so, auch wenn man mich nicht sieht, ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Waschlappen brauchen werden. Ja, okay. Weil man, also wir verwenden halt bei eigentlich jedem netten, nicht nur eigentlich, also wenn wir nicht gerade unterwegs sind, ja, im Auto, bei jedem Wickeln einen Waschlappen. So einen normalen, also nicht so ein Wegwerfwaschlappen. Nee, so waschbare Waschlappen. Und also einfach, um ihn ganz sauber zu machen. Also klar, wenn er was gelegt hat, dann... Kannst du einfach sagen, wenn er gekackt hat. Machen wir das erst mit so einem Feuchttuch oder mit so Feuchttüchern weg. Einfach, weil am Waschlappen ist es ja nicht so lecker. Ja, also jetzt musst du Philipp nochmal weggehen, weil der Kleine sich nicht mehr beschwert hat. Weil er rumgetragen werden möchte. Auf jeden Fall färbt die Kacke ja auch, also macht auch Flecken so auf den Waschlappen. Wir können natürlich so Wegwerfwaschlappen nehmen. Bloß einerseits stellt sich da uns wirklich die Frage, müssen wir das der Umwelt antun? Also wirklich immer so, auch wenn es Zellstoff oder Papier ist, ist es trotzdem irgendwie Müll. Und was wir waschen können, ist einfach umweltfreundlicher, sage ich mal. Und wir haben halt auch ganz, ganz viele Waschlappen. Also ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie immer Probleme kriegen. Aber wir nehmen halt wirklich bei jedem Wickeln einen neuen, so einen Waschhandschuh oder so einen anderen Waschlappen. Und da hat man sich vorher einfach keine Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen. Man dachte einfach so, ja, man nimmt sich halt einen Waschlappen, wäscht das Kind und dann fertig. Aber ist ja dann auch so, dass alle Heizungen voll Waschlappen liegen oder so ungefähr. Also im Bad, die ist voll, und im Kinderzimmer. Neben Wickeltisch. Ja, auf jeden Fall hätte man damit aber auch nicht gerechnet. Plus ich will einfach auch, oder wir wollen einfach auch nicht unbedingt nur diese Feuchttücher verwenden, weil trotz dass die, also wir kaufen so, ich weiß nicht, das ist so vom Pampers oder so, glaube ich, mit so gut wie gar keinen Zusatzstoffen außer Wasser, aber trotzdem ist ja irgendwas dran, sonst würden die ja in der Packung vergammeln, sage ich mal. Und wir wollen halt nicht, dass es dann sowas, sage ich mal, an seinem Popo so dran bleibt. Deswegen, nachdem wir ihn damit abgewischt haben, nutzen wir trotzdem noch einen normalen Waschlappen. Und wenn er einfach nur in die Windel gepullert hat, dann sowieso mit dem Waschlappen und Wasser und fertig. Ja, und dann würde ich sagen, auch wenn Philipp jetzt nicht da ist, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind hiermit fertig mit dem Video. Wir hoffen, es war wieder ein bisschen interessant für euch. Das nächste Video wird natürlich ein anderes Video, weil, wie gesagt, wir ja jetzt nicht so, so schnell das Video zu 3 Monaten drehen können. Aber lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin könnt ihr auch gerne unser letztes Video angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist praktisch zum ersten Monat. Also das sind so wirklich die Entwicklungsschritte, was wir beobachtet haben im ersten Monat. Genau.
Dann vielen Dank fürs Zusehen.